Das ist auch das Geile, ne? Ich könnte halt genüsslich harzen. Wenn ich irgendwann in eine Lage kommen würde, wo, keine Ahnung, das politisch nicht mehr zieht oder so, dann wäre es einfach, ja, Scholz, du Fresse, mach Geld auf, ne? Und ich würde das halt so richtig suffisant machen. Ich würde da zum Amt gehen, denen so sagen, ja, wählen Sie die AfD? Ich denke mal nicht, ne? Ja gut, dann viel Spaß. Jetzt arbeite mal weiter hier, Michel. Ich will nämlich einen Burger fressen, du dummes Arschloch. Ne? Das wäre so ziemlich meine Einstellung. Ja. Ja, ich sehe schon, aus welchem Winkel du kommst da. Aber wie gesagt, Drachenlord will halt was Besonderes sein. Er braucht, er hat Aufmerksamkeit gerne und ich sage, in seinem Hinterkopf ist halt immer noch das Türchen. Solange ich nur irgendwie noch online bin, ist die Chance nicht null, dass ich das große Losziehe, von Millionen doch noch abonniert werde, doch noch Millionär werde, doch noch einen Haufen Frauen verräumen kann und doch noch 4 Kinder bekomme. Irgendwie sowas. Also, solange ich sozusagen noch, auch wenn es nur 50 Cent sind, in diese Lotterie schmeiße, ist meine Chance auf den Jackpot nicht null. Und ich glaube, er könnte nur sehr schwer mit dem Schicksal leben, zu akzeptieren, dass die Chance, dass die Lotterie ausgeträumt ist sozusagen, oder dass sie für ihn für immer ausfällt. Ich glaube, das kriegt er nicht. Ja, und natürlich, um einen Intellektuellen von Twitter zu zitieren, wenn ich aufhören würde, dann würden die das als Sieg feiern. Ne? Ich glaube, das spielt auch rein beim Drachenlord.